Hey Leute, was geht ab? Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor es losgeht, wollte ich euch noch kurz was sagen. Ich habe im letzten Video voll oft die Frage gesehen, wofür mache ich eigentlich Werbung? Und ja, das wollte ich euch mal kurz erklären. Und zwar wurden wir eingeladen, verschiedene YouTuber wurden eingeladen, 2 Wochen durch Zentralamerika zu reisen und einfach ein bisschen den Tourismus dort so zu bewerben. Es war von Qatar, heißt es. Das ist das Zentralamerikanische Tourism Board. Und ja, da habe ich zugestimmt, weil ist ja kein anderer Content wie sonst auch. Geht um Reisen und ich finde, es hat eigentlich ganz gut zu meinem Kanal gepasst. Und wem es nicht passt, der kann jetzt einfach gerne wieder abschalten. Es ist für mich im Endeffekt ist gar keine richtige Werbung, weil ich ja einfach nur durch ein Land reise. Ich fand, es hat eigentlich echt gut zu meinem Kanal gepasst. Und ja, falls es euch immer noch stört, zeige ich mal kurz euch meine YouTube-Einnahmen, die ich so im letzten Jahr hatte. Vielleicht findet ihr es dann besser. Ich muss mir natürlich nämlich auch irgendwie meine Brötle erwirtschaften. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und übrigens, der Vlog ist ein bisschen kurz geworden. Ich habe nämlich nicht ganz so viel gevloggt, aber es kommt noch ein verdammt geiles Highlight-Video. Das habe ich auch schon fertig. Das geht dann wahrscheinlich 1 oder 2 Tage später online. Und das ist auf jeden Fall mit Abstand das beste Video, was ich jemals gemacht habe. Ich bin auch mega stolz drauf und ich freue mich extrem, das bald veröffentlichen zu können. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Costa Rica Vlog. Es gibt dann auch noch ein zweites Video von Costa Rica und es wird richtig, richtig geil. Einen wunderschönen guten Morgen aus Costa Rica. Schaut mal, das hier ist unsere Unterkunft. Wir sind gestern in Costa Rica angekommen und ja, die Unterkunft ist eigentlich ganz cool. Wir gehen jetzt mal essen. Da vorne läuft der Dan, der gute Mann. Und ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Wir sind hier irgendwie so ein bisschen im Regenwald. Wir sind gerade mit dem Boot hier zu der Unterkunft gefahren. Hier gibt es nämlich keine Straße. Ist ganz interessant. Nachdem wir gut gefrühstückt hatten, machten wir uns mit dem Boot auf den Weg in das nächste kleine Dorf. Das hier war übrigens unser extrem cooler Guide Alejandro. In dem kleinen Dorf angekommen, hat uns unser Guide erstmal noch ein paar coole Fakten über Costa Rica erzählt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Costa Rica 100% ihrer Energie aus erneuerbaren Energien herstellt? Wir sind dann noch ein bisschen durchs Dorf gelaufen und haben uns noch eine kalte Kokosnuss gegönnt. Und auf dem Rückweg zurück ins Hotel haben wir noch ein paar coole Vögel am Strand entdeckt. Die sind übrigens ganz typisch für Costa Rica. Dan und ich haben dann am Abend noch eine kleine Bootstour gemacht, um uns noch ein bisschen den Sonnenuntergang reinzuziehen. Den Rest vom Abend haben wir dann noch im Pool verbracht und jetzt geht's auch schon mit dem nächsten Tag weiter. Wir sind heute um 5 Uhr aufgestanden, um den Sonnenaufgang da hinten zu filmen und es hat sich gelohnt. Richtig krass. Und wir haben auch gerade noch ein paar Bilder gemacht. Ich bin ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen. Ja, Mann. Aber 5 Uhr aufstehen ist eigentlich nicht so mein Ding. Good morning. Good morning, vlog. I'm Everett. And you're really nice. I take pictures. At times, when I'm not being annoyed by Simon, but we're good. Yeah. Schaut mal, Leute, wir sitzen gerade hier in dem Boot und fahren gerade in den Nationalpark. Der fängt genau hier hinten an. Da fängt er an und ja, sind ein bisschen am Filmen, ein bisschen Fotos machen und mal gucken, was bei rauskommt, würde ich sagen.
wir steigen gerade ins Boot und wir fahren jetzt mit dem Boot direkt zum Flughafen. Ich bin mal gespannt, wir fliegen mit einer richtig kleinen Maschine zurück nach San Jose und von dort geht's dann nach Panama. Und so sieht hier übrigens der Flughafen aus. Auch mal was ganz anderes. Und das war unser Transfer zum Flughafen. Jetzt schüttel ich dem guten Herr auch noch die Hand. Thank you so much. Goodbye. Und wie ihr sehen könnt, das hier ist die Landebahn für unser Flugzeug. Das kommt jetzt auch gleich. Ich versuche das mal zu filmen. Und das hier ist das Terminal. Schaut euch mal das Haus genau an. Das ist doch mal ein süßes Flugzeug, oder Leute? Schaut mal, hier vorne ist direkt das Cockpit. Und ja, wir fliegen jetzt 25 Minuten zurück nach San Jose. Und dann geht es direkt nach Panama. Aber es ist ganz schön warm hier drin, wie man hier sehen kann an meiner Stirn. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf den Flug. Wir haben leider keinen Sitzplatz ganz vorne bekommen. San Jose angekommen, Leute, und es war ein so geiler Flug. Hat so Spaß gemacht, mit so einem kleinen Flugzeug zu fliegen. Ich liebe das einfach. Könnt ihr euch noch erinnern? In Neuseeland, als ich mal nach Stewart Island geflogen bin, vor 3 Jahren oder so. Keine Ahnung, wann das war. Ach, schaut mal hier raus. Das ist der Flughafen in San Jose. Und auf geht's nach Panama, Leute. Das war's aus Costa Rica und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.